Da, na, können wir ihn einschneiden, schnell. Also, hello, da bin ich. Hello, da, wo ist, ist gute Laune und ich freue mich auf eine sehr schöne Runde mit dir. Ja, ich auch. Also eine Runde, ja. Runde was? Ross Anthony ist immer gut drauf. Das sieht man und hört man auch in seiner eigenen Show im MDR. Zu seinem 20. Bühnenjubiläum schenkt er sich und seinen Fans ein neues Album. Willkommen im Club mit Schlagern aus zwei Jahrzehnten. Und als wäre das nicht genug, hat er nun ein Buch geschrieben. Denn als ein Mann, der auf der Showbühne zu Hause ist, weiß er, gute Laune glänzt und glitzert. Das ist aber schön. Ja, bist schon den ganzen Nachmittag bei uns. Willkommen im ZIP Club, Ross. Dankeschön, danke. Bevor wir so richtig durchstarten, muss ich noch eine Hausaufgabe erledigen. Ja. Die hat mit unserem Gast gestern zu tun und mit dir. Und das ist sie. Ihr beiden kennt euch ganz gut. Ja, ein ganz lieber Freund. Also du sagst ihm liebe Grüße und ich gucke, ob du das ausrichtest. Wirklich. Okay. Ja? Francine Jordi. Ross, ich soll liebe Grüße sagen von Francine. Ja, wir verstehen uns sehr gut. Ich mag sie auch sehr. Auftrag erfüllt. Ja. Tolle Frau. Ja, ne? Gute Laune glänzt und glitzert, so heißt dein Buch. Mhm. Ich habe es mit großem Spaß gelesen auch. Wie ich finde, also meine Lieblingsüberschrift in dem Buch ist Paul krümelt und ich putze. Aber ist es so? Ist, ja. Wir hatten ja heute schon das Thema Staubsauger im Test so ein bisschen. Ist es wirklich so, ja. Bist du so ein Saubermann? Aber ich bin, ja, es ist ein bisschen extrem bei mir. Und ich mag überhaupt nicht, wenn ich Krümel auf dem Boden sehe und so. Also das Buch an sich ist ein Ratgeberbuch. Ne? Es ist so, um Leute ein bisschen durch diese Zeit ein bisschen damit zu helfen. Ne? Und ich versuche auch Paul ein bisschen damit zu helfen, dass er endlich das lesen würde und sieht, was mich am Endeffekt stören wird. Aber Paul ist echt ein super Ehemann, aber er hat auch seine schlechten Seiten wie ich. Das ist klar. Also, nach dem Lesen weiß man auch so ein bisschen, wie man vielleicht auch besser, gut gelaunter durchs Lesen kommt, Leben kommt. Das ist ja ganz wichtig. Ist ja bei manchen Menschen so, wenn die immer so gute Laune haben, wenn die immer so gut drauf sind, dann gibt es oft den Stempel, naja, der ist so oberflächlich oder sowas. Wie gehst du damit um? Also das Schönste ist, ich bin so lange jetzt im Showgeschäft, dass die Leute haben endlich kapiert, dass ich echt wirklich ein gut gelaunter Person bin von Natur aus. Ne? Und ich muss nichts faken. Die Leute kennen mich innen außen. Die wissen schon, wie ich sticke. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich unbedingt dieses Jubiläum-Album machen wollte. Es ist genau wie das Buch. Es ist ein guter Laune Jubiläum-Album mit 42 tolle Nummern drauf. Ja. Ne? Nun wirst du aber auch, und das weiß ich aus dem Buch, auch Momente haben, wo es dir nicht ganz so gut geht, wo du mal down bist, wo du nicht so ganz lachend durchs Leben gehst. Was aber dann machst? Wäre ich nicht menschlich. Ne? Ja, ja. Was machst du dann? Was sind so Sachen, die dir dann aus dem Tief raushelfen? Also ich habe immer so einige Tipps aufgeschrieben. Ein Tipp, was mir sehr wichtig ist, ist immer dankbar für das, was man hat und nicht, dass man nicht hat. Ne? Es ist immer wichtig, das Leben zu sehen, wie es aktuell ist und nicht immer versuchen, das zu bekommen, was man nicht überhaupt oder überhaupt bekommen wird. Das ist sehr wichtig. Okay. Und ich genieße das Leben viel mehr. Ich mache natürlich nur das dann, was im Endeffekt mich glücklich macht. Ich gehe viel mit unserem Hund spazieren. Ja, hast du Rituale, würde ich fragen. Was machst du dann? Ne? Also Rituale, ich gehe morgens, ich habe immer eine Routine, ich gehe morgens runter, ich mache mir einen Tee, ich setze mich hin, ich nehme mein Notizbuch, ich schreibe immer auf, was ich unbedingt an diesem Tag erreichen möchte und das mache ich halt dann. Und ich hake das immer ab und es ist ein tolles Gefühl, wenn man was erledigen hat. Mache ich aber auch. Ja. Vier Häkchen, was geleistet. Ja, und genau weiß, das. Der Tag hat sich gelohnt. Ja, definitiv. Okay, dann schauen wir ein Stückchen in dein Leben hinein. Und da glitzt es und glänzt es ganz schön. Sehr. Ja? Ein Leben voller guter Laune. Ross Anthony lebt und liebt den Schlager. Er füllt riesige Hallen, ist nah dran an seinen Fans, war Dschungelkönig. Die musikalische Karriere nimmt ihren Anfang, als der smarte Ross 2001 für die Popband Broses gecastet und zum Schwarm zahlloser Teenager wird. Der Traum eines kleinen Jungen wurde damit wahr, denn Ross, 1974 in Westengland geboren, fühlte sich schon immer bereit für den großen Auftritt. Nach einer schönen Kindheit mit verständnisvollen Eltern ließ er sich deshalb an der Londoner Guildford School für Theater, Tanz und Musik ausbilden. Der Brite mit deutschem Pass erinnert seine Fans daran, das Leben leicht zu nehmen, besitzt eine ordentliche Portion Selbstironie, liebt wie gesagt Schlager und seinen Mann.
Ich will keine Schokolade. Ich will lieber einen Mann. Ich will einen, der mich küsst und um den Finger wickelt dann. Ich will keine Schokolade. Ich will lieber einen Mann. Mit Abkitzeln auch noch, ja? Also ich glaube, wenn die Leute das anschauen, die denken, was für eine bekloppte Person ist Ross Anthony. Aber ja, ich stehe dazu. Ich finde, wir leben sowieso nicht lang genug. Und das Leben ist kurz und wir müssen das wirklich genießen. Und deswegen, das alles, was ich tue, ist wirklich mit einem Augenzwinker. Und ich genieße das Leben. Und ich will, wenn die Leute mich sehen, dass die einfach Spaß haben. Das machen die auch. Und ich bin auch sicher, ja, Paul strahlt, wenn er dich sieht. Bei dir ist es genauso, wenn die, ja, Leute dich sehen. Die lachen auch darüber. Du schreibst im Buch, Paul ist so ein bisschen dein Sechser im Lotto. Wie habt ihr euch kennengelernt? Ja, wir haben uns durch eine gemeinsame Freundin kennengelernt. Und wir haben erstmal E-Mail und telefoniert die ganze Zeit. Dann 6 Monate später hat er gesagt, okay, es wird entweder funktionieren zwischen uns oder nicht. Und dann ist er nach Deutschland gekommen. Wir haben es ausprobiert. Und nächstes Jahr zelebrieren wir unseres 20-Jähriges. Ne? Hammer. Und es gab auch relativ zeitig einen Heiratsantrag von, ja, ihm auf einer Musicalbühne. Ja. Wie war das? Also erstmal, dass er das überhaupt irgendwie hingekriegt hat. Ne? Es war meine allerletzte Vorstellung bei Elizabeth, das Musical in Stuttgart. Und am Ende der Show ist ging der Vorhang rauf und runter die ganze Zeit. Und dann irgendwann ist Paul auf die Bühne gekommen. Ich wurde nach vorne gebracht und dann ist er auf den Knie gegangen und hat mich gefragt, ob ich ihm heiraten möchte. Echt? Und dann, das war das erste Mal in meinem Leben, wirklich das erste Mal, wo ich sprachlos war. Und haben 2 ganz süße Omis in die erste Reihe geschrien, sag einfach ja, wir wollen nach Hause. Und du hast auch ja gesagt, ja? Ich habe auch ja gesagt. Wenn ihr das sagt, okay, dann sage ich jetzt ja. Ja, klar. Also, Paul scheint ein sehr kreativer Mann zu sein. Und damit hat auch unsere Zuschauerin und Zuschauerfrage heute zu tun, an Sie zu Hause. Ja. Wir wollen nämlich wissen, in welchem ganz besonderen Outfit hat Paul seinen Ross überrascht? Was kann die gewinnen? Die können am Ende gewinnen, natürlich. Die neue CD. Auch die neue CD, ja, das kommt im Club. Und ganz wichtig, das wird dir auch gefallen, guck mal, das sind so die kleinen, wenn die Leute zu deinen Konzerten kommen, so ein Sitzkissen hier. Ja? Ein Sitzkissen. Ich habe mich immer gefragt, was war das? Also. Und das Buch schenken wir auch dazu. Na klar. Ist deins. Genau. Also, wie sah Paul aus? War er als Rettungsschwimmer irgendwie angezogen? War er als Kellner unterwegs oder als Polizist? Die ersten, die meisten, wo steht Rentier? Die meisten denken an Polizist schon. Mal gucken, was am Ende die richtige Antwort ist. Ein anderer wichtiger Mann in deinem Leben, der wichtigste, wie du auch schreibst, war dein Vater. Ja. Ist vor 3 Jahren, vor 4 Jahren, glaube ich, gestorben. 4 Jahren gestorben, genau. Was ist die stärkste Erinnerung, die du an ihn hast? Oh, ich habe so viele Erinnerungen. Was kommt dir in den Kopf, wenn du denkst, sofort, mein Vater? Ja. Dass er ein sehr respektvoller Mann war, ein sehr höflicher Mann, ein sehr lustiger Mann und hat immer Zeit für Menschen. Ja. Und das fand ich toll. Wie war das, als er dann gehen musste? Er war dann schwer krank am Ende. Mhm. Du wolltest ihn noch sehen und hingst, glaube ich, auf dem Flughafen irgendwo fest oder so. Genau, der Flug hat leider Verspätung und ich habe, dass er gegangen ist, bei 2 Stunden verpasst. Also ich bin zu spät angekommen und er war schon abgeholt und weggebracht. So. Mhm. Was hast du dir gemacht damals? Also es war natürlich schlimm, aber ich musste für meine Mutter und für meine Schwester da sein. So, ich war die ersten 2 Jahre für die beiden stark, obwohl meine Schwester verheiratet ist mit Kindern. Sie hat immer auf mich geguckt, ob ich sie durch diese schwierige Zeit mitnehme. Ne? Und meine Mutter war, ihr Welt ist zusammengebrochen. Die waren 55 Jahre zusammen. Ne? Und das ist eine lange Zeit. Und sie hat meinen Papa abgöttisch geliebt. Und er war einfach nur aus unser Leben zerrissen. Wir haben alle gedacht, wir haben noch bestimmt 5 oder 6 Jahre mit ihm und wir waren unvorbereitet. Mhm. Und deswegen ich erst meine Mutter und Schwester da sein müsste. Und dann 4 Jahre später hat es mich irgendwann doch dann erwischt. Und da war einige Monate, wo ich mich wirklich zurückgezogen hat. Und da hat im Endeffekt auch Corona mich ein bisschen, diese Zeit ein bisschen mich geholfen, dass ich innerlich auch zur Ruhe kommen könnte. Wegen meinem Papa, ne? Und mich persönlich von ihm verabschieden können. Du wärst aber nicht Ross, wenn du nicht trotz dieser Betroffenheit, die man das auch spürt im Gespräch, eine lustige Geschichte zu deinem Vater aufgeschrieben hättest. Und das war diese Szene bei der Beerdigung, bei der Beisetzung, wo er gesagt hat, mein Vater war so ein kauziger, lustiger Typ, den letzten Lacher musste er haben. Was war da los? Also erstmal in den Sarg selber hat meine Mama gedacht, okay, mein Papa brauchte eine Beschäftigung und hat alles da reingetan, was sie konnten. Ob das Golfschläge war, Golfbälle. Natürlich hat den Sarg dann sehr viel gewogen. Ne? Ja. Und die ganze Familie haben versucht, ihn rauszutragen. Aber unsere Kirche zu Hause ist sehr klein. So das Eingang ist sehr klein. Und dann
Und dann ist leider, die haben das nicht geschafft, zu acht ihm rauszutragen. Die müssen ihm im Prinzip rausziehen, den sagen, ne? Und dann das, aber das Schönste war so, wir haben natürlich köstlich über das alles gelacht, weil die haben alles schwarze Anzüge an und die kamen raus und die waren alle weiß, okay, ne? wegen die Mauerwände. Und dann sind wir dann nach oben zu seinem Platz gegangen und aus dem Grab flog ein wunderschöner Schmetterling. Und mein Papa hat Schmetterlinge wirklich geliebt und er war so fasziniert von denen. Und wenn wir immer irgendwie Probleme haben im Leben oder wir wollen irgendwie Hilfe, dann fliegt immer ein Schmetterling um uns herum. Das ist echt krass, bei meiner Mutter und ich. Okay. So, ich glaube, mein Papa ist nicht komplett von uns weggegangen. Das ist schön, wie du das erzählst. Okay. Ja. Und eigentlich schöne Geschichten kann man auch in dem Buch finden. Es ist nicht nur ein Buch über gute Laune. Nein. Das, was du auch beschrieben hast, eben, wir schauen mal kurz rein. Gute Laune glitzert und glänzt, ist aber nicht immer da. Ross Anthony hat selbst dunkle Stunden durchlebt, mit Trauer, schmerzhaften Erfahrungen. Überwunden hat er diese Tiefs beispielsweise durch Spaziergänge in der Natur. Auf die aber müssen wir Acht geben, so Ross Anthony. Er liebt Tiere, ist mit ihnen aufgewachsen und kann deren Leid, von Menschen zugefügt, nicht ertragen. Also lebt der Sänger weitgehend fleischlos. Auf das Autofahren versucht er zu verzichten, erledigt Einkäufe mit dem Rad. Schließlich müsse man den nachfolgenden Generationen eine bewohnbare Erde hinterlassen. Zum guten Leben mit guter Laune gehören für ihn Familie, Liebe, Freunde, Dankbarkeit. Denn sich bewusst zu machen, was einem das Leben schenkt, kann nur gute Laune machen. Da haben wir sie wieder, die Dankbarkeit. Ne? Das ist ein großes Thema bei mir. Ja. Man sollte wirklich dankbar sein für das, was man hat. Ja. Wenn du morgens aufstehst, ist das dann schon so ein Gedanke, bist du dann schon dankbar? Oder, Definitiv. Ja? Also es ist schön, alt zu werden, habe ich das Gefühl. Und ich habe meine beste Freundin, als sie 40 war, ist sie an Krebs gestorben. Und dass ich noch lebe und ich habe das Gefühl, ich nehme sie mit mir. Ne? Sie ist in mir drin und das finde ich toll. Und jeden Tag darf ich natürlich was ganz Neues erleben. Und das sollten wir nicht unterschätzen, wie wichtig Leben ist. Und auch die Kleinigkeiten, was sehr wichtig sind. Nicht immer die großen Ziele im Leben. Dass ich hier sitzen darf, schön mit dir plaudern darf über alles Mögliche. Da bin ich auch dankbar. Und du bist auch Paul dankbar, auch wenn er krümelt. Und das war ja unsere Frage an Sie zu Hause. Der wird bestimmt jetzt gerade zuschauen. Wie hat Paul Ross überrascht? Welches besondere Outfit hat er angehabt? War er Rettungsschwimmer, war er Kellner oder war er Polizist? Die meisten Leute am Ende haben sich dann doch für den Kellner entschieden. 46%. Ross, kannst du es auflösen? Ja, es ist definitiv Kellner. Ne? Okay, aber was war die Geschichte? Ich bin nach Thailand mit einer Fernsehcrew geflogen, weil ich unbedingt was drehen müsste und es war um meinen Geburtstag rum und ich habe nie einen Geburtstag ohne Paul gefeiert, ne? Und ich war total traurig, aber wirklich traurig, dass ich geweint habe und so. Und als wir da waren in Bangkok, ich habe gesagt, irgendwie kann ich meinen Geburtstag nicht zelebrieren. Er ist nicht da und es ist komisch für mich, ne? Und dann plötzlich kam ein Kellner rein mit einem ganz tolles so Cocktail, hat das auf dem Tisch erstmal hin platziert, habe ich mich bedankt, ohne hochzugucken, ne? Ich war so, oh, danke schön, schön. Und dann habe ich ihm, also ich war so, aber ich kenne dieses Geruch, ne? Ich kenne also dein Duft. Und ich war so, oh my God. Und dann Paul stand plötzlich neben mir. Okay. Und das war ein grandiose, schöner Moment. Und das würde ich nie vergessen. Er hat sich so viel Mühe gegeben. Er ist alleine. Das ist gerade gefahren. Wie hat er das geschafft? Das frage ich zusammen, mich auch, weil ich weiß immer alles. Ne? Ja. Aber das Ding ist, er hat das mit meinem Management alles abgesprochen. Und er ist an den späteren Flug alleine geflogen nach Bangkok, hat in ein anderes Hotel übernachtet. Ja. Und dann hat er mich an meinem Geburtstag dann überrascht. Okay. Toll, ne? Das ist Liebe. Das ist Liebe. Bist du auch so kreativ andersrum? Also ich bin nicht so kreativ wie Paul, weil er ist immer schneller als ich. Ne? Ich versuche immer, was zu organisieren und es geht immer schief bei mir. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ist es halt. Und er lacht mehr darüber. Und irgendwann sage ich halt, oh, ich kann das nicht mehr. Aber ich geb mir schon sehr viel Mühe, ja, definitiv. Und ich finde, das ist schön zu sehen, auch nach fast 20 Jahren, dass die Liebe für Paul ist wirklich noch größer geworden. Ja. Es ist nicht irgendwie Routine geworden. Ne? Und das finde ich toll. Und ich glaube euch das. Es gibt ja in dieser Showbranche auch viel Fassade, ne? Wo Leute so tun, als wären sie ein Paar und das liebten sich. Aber oh, nee, ich glaube das bei euch. Oh, definitiv. So. Okay. Die andere große Liebe, die du hast, ist die Musik.
Musik, ja. Ja, 20 Jahre Bühnenjubiläum, auch das neue Album bekommen. Also wenn man mich anschaut, ne, man hat nicht gedacht, 20 Jahre? Was hat 20 Im Kindergarten Jahre angefangen gesagt? Zu singen, der Mann, ist ganz klar. Also ich habe wirklich Spaß gehabt. Ja. Es ist einfach nur wieder ein Zeichen, dass wir auch als Prominenten, wir haben Höhen und Tiefen die ganze Zeit. Es ist nicht, wie alle denken, dass weil man Instagram sieht und Facebook und die Fernsehshows, dass das alles rote Rose ist. Ja. Natürlich haben wir die Schattenseiten, die alles, das auch mitkommt. Du bist mit dem Song bei der großen Strandparty aufgetreten, am Sonnabend im Ersten bei Fräulein Silbereisen und hattest einen traumhaften Anzug an. Ich glaube, wir haben auch ein Foto von dem da. Mit Blumen, Mit Blumen. Wie kam es dann dazu? Auch mit diesem Weiß da abgesetzt? Ne? Also meine Klamotten wird immer für mich gemacht. Ne? Ja. Die sind unikat sozusagen. Mhm. Und ich liebe es. Ich war immer ein bunter Vogel. Okay. Und es wird nie bei mir ändern. Ich liebe das, wenn die Leute was zu sehen haben. Ne? Es muss ein bisschen Besonderes. Es war ein besonderer Abend. Ne? Das allererste Mal, dass wir live vor einem Publikum wieder performen dürften. Und ich wollte das auch nicht vergessen. Und ich hatte ein bisschen Sorge um dich, weil du musst in so ein Motorboot einsteigen. Und das haben wir so ganz eng im Kreis gefahren. Du warst immer so hinten drin und hast gesungen. Wurde dir schwindelig? Ja, irgendwann war ich so, hallo? Weil er ist auch ziemlich schnell gefahren. Man hat das nicht gesehen, aber war so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber wir kamen wieder an, Gott sei Dank. Ja, du bist auf dem Wasser, bist du ja zu Hause. Du liebst das ja, du bist ein Top-Jetski-Fahrer. Nee, leider nicht. Ich habe das nur einmal in meinem Leben gemacht und würde ich nie wieder machen, weil ich wurde von den Polizei verfolgt. Ne? Weil das Was Problem, ist da passiert? Ja, wir waren in Mecklenburg-Vorpommern und wir waren so an einem See dort und eigentlich dürfte man mit Jetskis nicht auf den See fahren. Das wusste ich natürlich nicht. Und wir waren mit Freunden und die haben gesagt, oh ja, komm, wir gehen auf den Jetski. Super, ich habe das nie probiert, finde ich ganz toll. Dann fingen wir an, wegzufahren und dann haben wir das Blaulicht gesehen. Wir waren so, oh no, was machen wir jetzt? Und dann mein Freund hat gesagt, einfach nur richtig Gas geben und wir kommen weg. Ich war so, oh wirklich? Okay. Und ich so ein bisschen so verpeilt und so, okay. Und dann sind wir wirklich ein paar Kilometer so gefahren übers Wasser. Ne? Und wir haben uns irgendwann abgebogen unter eine kleine Brücke. Habe ich natürlich James Bond. Oder? James Bond, das war James Bond. Okay. Die ganze Angeln haben uns angeschrien, weil die ganze Leinen ging mit. Ne? Und wir haben durch die Angelleinen durchgefahren. Ja, ganz schlimm. Es war wirklich wie ein Film. Und ich habe mich so schlecht gefühlt, weil ich war so, mein Gott, ich bin jetzt gerade von den Polizisten weggefahren. Und dann haben wir uns versteckt. Und ich habe mich so schlecht gefühlt im Endeffekt. Ich bin doch dann zu den Hafenpolizei gegangen und habe mich entschuldigt. Und dann haben die zu uns gesagt, ja, es war überhaupt nicht schlimm und ihr dürftet schon Jetski fahren, aber wir wollten euch nur vorwarnen, dass ein Sturm kommt. Hm. Echt? Das war's. Und wir haben das ganze Terror umsonst gemacht. Ne? Und ich war schon, ich bin immer so eine regelrechte Person. Ne? Ich mache nie was. Ne? Und ich war so, hey, oh mein Gott, Ross Bond. Und dann war es für nichts, ne? Weil die haben gesagt, nee, wir ist alles in Ordnung. Also, liebe Anglerinnen und Angler in Mecklenburg-Vorpommern, falls ihr jetzt zuschaut, ihr wart betroffen damals, Ross hat es nicht so gemeint. Nee, oder? Überhaupt nicht. Aber ich konnte nicht wieder zurückgehen, weil die haben mich so angeschrien, ich hatte ein bisschen Angst gehabt. Aber ich glaube, die Fische waren alle weg. Unglaublich. Aber es war eine schöne Geschichte. Ja, absolut, eine lustige absolut, Geschichte, absolut. Gott sei Dank. Morgen, übermorgen bist du auf sicherem Terrain. Du hast auch wieder einen ersten Live-Auftritt vor Mein Publikum. Allererster Live-Auftritt innerhalb eineinhalb Jahre. Im Safariland ist das, an der Nähe von Bielefeld ist das. In Stukenburg, genau. Ja, ja. Und da freue ich mich total. Ich gebe morgen zwei Konzerte. Mhm. Es gibt sogar VIP-Tours, wo ich dabei bin, wo wir die Tiere alle sehen können und so. Die Leute können wirklich den ganzen Tag mit mir verbringen und ich freue mich total drauf. Also, falls Sie morgen frei haben und noch eine spontane Idee, fahren Sie zu Ross. Ich sage schon mal Danke.